Oh Mann. Lego Sohn. Naja, geht ja noch weiter. Jelix. Was? Also Sheldon und Leafix. Da steht. Lego. Aber wie heißt das Lied? Tränenmond. Das ist das erste schon. Da ist es ja. So, dann wollen wir uns das mal gönnen, ne? Das ist aber kurz. Ist doch super. Das ist doch super. Dann können wir das ja schnell abfrühstücken. Erstmal instant liken. Wegen dem Namen. Nein, ich rieche immer so. Junge, das riecht echt so. Was ist denn? Oder war das der Abend? Was findest du? Hoch am Himmel Tränenmond, hoch wie er am Himmel thront. Niemand kann das Schimmern sehen, welches in seinen Augen stehen. Niemand, der nach oben sieht, keiner seine Mien verzieht. Hoch am Himmel Tränenmond, hoch verdrängt von Sonnenrot. Kalt allein das Himmelsreich, so wie Tränenmond. Ganz kurz eine Frage in den Chat. M ist, oder W? Ja, M oder W? Also männlich oder weiblich? In deren Zeit thront darin das Morgengrauen, kann er wieder Sterne schauen. Hoch am Himmel Tränenmond, hochgestiegen, angesonnen. Kleiner als die Sonne Licht, welches ihn am Morgen mischt. Größer als der Schmerz, so klein bleibt der Himmel stets allein. Hoch am Himmel Tränenmond, hoch wie er am Himmel thront. In der Dunkelheit, so sieht der Mond der Nacht ein Licht verlieh. Und sich dieser nun gedacht, hat mein Lichtlein ausgemacht. Hoch am Himmel Tränenmond, hoch verloschen Tränentod. Also, jetzt mal dazu. Ja. Also der Beat ist schon mal sehr chillig. Ist ein sehr chilliger Mann-Vibe. Männlich-weiblich. Kann auch noch sein, so ein Manns-Vibe. Jo, es kann auch sein. Aber wie gesagt, der Beat, der ist sehr chillig. Auch Ramses gefällt es. Ich weiß nicht, ob es Crazy O gefällt. Es ist mal was anderes. Es ist nicht immer nur hier Money, Money, Money und Cash, Cash, ist Drogen, Stuff. Vor allem ist es mal ein echter Newcomer, nicht hier schon gestandene Rapper, die wir die ganze Zeit hier abspielen. Es klingt auf jeden Fall schon, ja, wie soll man sagen, also der Beat, der klingt auf jeden Fall so verträumt auch, ne? Ja, und der Text war ja auch so richtig lyrisch. Ja, wie ein Gedicht. Genau, genau, Buche, das ist genau das Ding so. Was dich erreicht und. Kennt ihr diese Art von Referate, die man in der Schule gehalten hat? Kennt ihr das? Schule? Was ist das? Ja, genau, was ist Schule? Wer ist in die Schule gegangen? Braucht keiner. Nee, auf jeden Fall in der Schule hat man ja auch mal Referate gehalten und dann geht man da an den Lehrer, ne, Pult da vorne, an der Tafel und dann trägt man halt sein Referat vor. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass es halt irgendwie so ein bisschen vorgelesen rüberkommt, als hätte man das einfach gerade so vor sich gehabt und man wirklich abgelesen. Ne? Also ist ja natürlich wahrscheinlich auch noch sehr am Anfang. Ist natürlich sehr am Anfang. Und ja, ich sag mal so, weitermachen auf jeden Fall, dranbleiben. Es ist auch bisschen monoton, finde ich. Kann man sich leicht lustig machen. Ich mache mich doch nicht lustig. Nein, hier. Ach so. Nein, ich finde einfach nur, macht euch auch bitte nicht lustig, weil wir waren alle anfangs schlecht. Da kann sich keiner von freisprechen. Manche sind immer noch schlecht. Es ist keiner, es ist keiner mit Dopeness umhüllt worden und war sofort am Start. Es ist einfach Fakt. Ich hoffe, ihr hört meine alten Tracks nie im Leben. Aber die waren was auf jeden Fall das wack as fuck. Und das hier würde ich auf jeden Fall jetzt nicht shaden. Ich würde sagen so, hey, gibt lieber konstruktive Kritik, anstatt Dislikes oder die ganze Zeit nur, das ist scheiße, voll wack. Das hilft denjenigen nicht so. Wenn ihr müsst ihn aufbauen, ihr müsst ihm wenigstens Kritik geben, so wie ich jetzt gerade mache. Dass er zum Beispiel Mann oder Frau wenigstens mal ein bisschen mehr Druck in der Stimme mal mehr hat oder vielleicht auch mal ein bisschen textlich auch mal ein bisschen feilt und an der Sicherheit, dass man halt nicht nur alles abgelesen vorträgt, sondern halt versucht, es so hinzubekommen, dass wenn man ein Blatt vor sich hat oder mit seinem Handy das seinen Text eintippt und mit seinem Handy rappt, mache ich ja auch, dass es sich nicht abgelesen anhört, sondern es wirklich so anhört, als wäre es einfach gerade so raus. Ne? Wahrscheinlich. Aber das natürlich, das kommt nach jahrelanger Erfahrung. Ne? Und ich denke mal, Mann oder Frau hier oder männlich-weiblich, ne? Ich weiß es nicht, sei dahingestellt, tut auch nicht so viel zur Sache. Ist halt noch sehr am Anfang und sollte auf jeden Fall dranbleiben. Der Name ist auf jeden Fall lustig.
Bruder, du schweifst heftiger aus. Wir wissen schon seit 10 Minuten, was du uns sagen möchtest. Das ist doch alles gut. Ja, und es ist halt wir wirklich. Wir haben die Message verstanden. Und es ist leider zu kurz. Es ist, geht nur eine Minute. Ja, aber ist halt so eine Demo, mal sich auszuprobieren. Kann man als Intro nehmen für die EP. Also, ich gebe jetzt ein Like. Ich denke vielleicht, mal, es ist ein junger Dude einfach, wirklich mit einer sehr zärtlichen Stimme. Vielleicht helfe ich auch denjenigen damit, dass ich jetzt ein Like gebe und dass ich jetzt das in den Chat reinmache. Gleich beim Unge in den Chat rein. Und ich hoffe natürlich, dass sie auch da Liebe gibt und wenigstens konstruktive Kritik da lässt, ne? Und aufbaut wenigstens. Ihr müsst nicht sagen, ne? Lügen ist immer scheiße, ne? Nicht heuchlerisch sein oder so. Seid ehrlich, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt einfach hin, was er besser machen könnte. Ja, genau. Das ist wichtig, dass man halt schreibt, was jemand besser machen kann. So, was jemand die ganze Zeit schlecht macht und so, weiß wahrscheinlich derjenige selber. Aber was er besser machen kann, so, das ist das, was wichtig ist. Darf ich noch was zum Thema Schule sagen? Kannst du ruhig machen. Ich habe damals mal einen Verweis bekommen in der Schule, weil ich einer Mitschülerin einen Regenwurm aufs Brot gelegt habe. Das ist krass, oder? Warum macht man sowas? Es gibt viele Sachen, wo man nicht weiß, warum. Weshalb. Ja, so schätzt man mich gar nicht ein, ne?